Er ist österreichischer Schauspieler und Moderator und vor allem bekannt durch den Tatort und seine Rolle Kommissar Moritz Eisner, die er seit 1999 verkörpert. Bekannt wurde er unter anderem durch die Titelrolle des Dr. Justus Hallstein in der damaligen noch Sat.1 produzierten Fernsehserie Der Bergdoktor. Und auch in der neuen ZDF-Herzkino-Reihe Familie Anders beweist er zusammen mit seiner Frau seine schauspielerischen Künste. Das ist ein Paartherapeut und in einer Paartherapie redet man auch über Sex. Und heute ist er bei uns zu Gast, Harald Krasnitzer. Ja, hallo Herr Krasnitzer, freut mich sehr, dass das geklappt hat. Bitte gerne, ich sage danke für Ihre Zeit. Ja, vielen, vielen Dank, sehr gerne. Dann würde ich direkt mal mit der ersten Frage beginnen. Und zwar, das ist eigentlich eine ziemlich alltägliche Frage, aber wie sind Sie denn eigentlich Schauspieler geworden? Ach, das ist, ich glaube, das ist eher eine pathologische Angelegenheit. Und zwar, weil es irgendwann diesen Willen gab, irgendwas in mir wollte unbedingt was äußern oder zumindest was in irgendeiner Form in Sprache geraten. Und wenn zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht tatsächlich ein Schulfreund mir eine Frage stellt, nämlich eine ganz einfache, die da lautete, ob ich denn nicht bei der Theatergruppe seines Bruders mitspielen wollte, weil er denn wüsste, dass ich in der Schule schon immer gerne gespielt habe und diese Theatergruppe eben Leute suchen würde, hätte das vielleicht gar nicht stattgefunden. Diese eine Frage war aber tatsächlich wie so, ich kann das nur so als eine Art Befreiungsmoment bezeichnen, dass jemand tatsächlich diese Tür aufmacht. Ja, da war ich 15 und es war von diesem Augenblick klar, hier hat jemand den tiefsten meiner Wünsche artikuliert oder mir die Frage dazu gestellt. Und ich konnte das erste Mal sagen, ja, so ist das, ich möchte das gerne. Und von diesem Augenblick an habe ich das getan. Und hätten Sie zu dem Zeitpunkt schon gedacht, dass das so eine Ausmaße nimmt? Weil Sie sind ja heutzutage schon ein ziemlich bekannter Schauspieler in Deutschland. Ich habe, ehrlich gesagt, weiß ich das bis heute nicht, ob das so ist oder nicht. Ja, weil das nie meine eigentliche Intention war. Ich habe keinen Sensor dafür. Ich kann das so schwer beurteilen, weil ich nehme ja nur die Augenblicke wahr, wo ich arbeite. Also meine Arbeit besteht ja im Wesentlichen darin, dass ich mit anderen Menschen eine Vereinbarung habe, mich an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit irgendwo zu treffen und dann gemeinsam versuche, eine Geschichte zu erzählen, die dann irgendwann natürlich präsentiert wird. Und wenn diese Präsentation eine Resonanz findet, also dass Leute sagen, oh, das hat uns gefallen oder das war gut oder so, dann freut mich das natürlich. Aber mehr kann ich dazu fast schon gar nicht mehr sagen, weil dann wüsste ich jetzt auch nicht, was. Also das ist dann schon nicht mehr meine Arbeit. Ja? Dann freut man sich. Aber man weiß auch, wie vergänglich das ist und wie schnell das auch wieder vorbeigeht. Ja. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, und jetzt wurde ja eine neue Herzkinoserie angekündigt, und zwar Familie Anders. Und es ist ja schon eine etwas andersartige und besondere Herzkino-Reihe. Um was geht's denn genau? Och, ich würde mal sagen, also wenn man jetzt die Serie an sich sich betrachtet, dann ist das, liegt das schon in der Familie, dass die Familie anders heißt und eben auch anders ist. Es geht um eine kuriose Familienkonstellation oder kurios, vielleicht ist sie gar nicht mehr so kurios, weil sie mittlerweile in vielen Bereichen schon selbstverständlich ist, um eine Patchwork-Familie, die eine sehr unterschiedliche Form des Zusammenlebens und des Zusammenliebens und Wahrnehmens von Aufgaben innerhalb so eines Gefüges mit sich trägt. Vielleicht das Kuriose daran ist es, dass all die Turbulenzen, die sich innerhalb so eines Gefüges ergeben könnten, im Wesentlichen von einem Paartherapeuten, der ja eigentlich dafür da ist, um anderen Leuten behilflich zu sein, um Beziehungen zu bewältigen, dass dieser Paartherapeut aber selbst immer wieder in eine Form von emotionalen
Schwierigkeiten gerät, das macht den eigentlichen Reiz aus und dass da die Selbstheilungskräfte eher gering sind. Und wie das so ist, in so einer Serie gibt es dann halt auch immer so Schauplätze, die dann auch stattfinden. Und einer dieser Schauplätze ist natürlich das therapeutische Fachgebiet oder das Umfeld dieser Hauptfigur. Und da tauchen wir auf und kommen mit einem sehr drastischen Fall und einer sehr, würde man sagen, toxischen Beziehungsgeschichte in diesen Auftakt der neuen Staffel. Und das hat großen Spaß gemacht, um das zu sagen, auch wenn das von einer großen Bitterkeit ist, was wir da zum Teil erzählen. Aber es war total faszinierend, was die beiden Autorinnen hier für eine feine Zeichnung eines wirklich schwerst narzisstischen Mannes mit seiner schwerst unterdrückten Frau so alles auf dem Lager hat. Und das zu spielen und dabei zu schauen, welche Tiefen oder Untiefen kann man da ausloten, das hat Spaß gemacht und war eine schöne Arbeit. Das kann ich mir vorstellen. Und Sie haben ja die Rolle gerade schon so ein bisschen beschrieben. Wie bereiten Sie sich denn auf so eine wirklich sehr mental schwere Rolle vor? Auch in erster Linie geht es mal um Neugier, zu gucken, weil man muss ja so jemanden, auch wenn man ihn quasi, wenn ich dem privat begegnen würde, wäre mir das eine unangenehme Person. Ich würde mit der nicht viel zu tun haben wollen, aber wenn ich sie spiele oder wenn ich mich annähere, muss ich sie irgendwo lieben lernen. Ich muss ein Verständnis entwickeln für sie und ich muss ausloten, wo der seine Untiefen hat und ich muss dafür werben, dass das doch ein liebenswürdiger Mensch ist. Und dabei aber gleichzeitig zu versuchen, dass das transparent wird, dass er das nicht ist. Und in diese Ambivalenz, das macht eben dann den großen Spaß aus. Und das setzt man sich zunächst mal mit Narzissmus auseinander. Was ist das eigentlich und was ist das für ein Störbild? Wie weit ist das überhaupt therapierbar oder auch nicht therapierbar, was bei Narzissmus eben sehr stark der Fall ist, dass es da kaum Einflussnahmen gibt oder Möglichkeiten gibt, sondern Milderungsformen, aber nicht wirklich eine Heilung. Und dann kommt dazu, dass das in dem Alter, in dem sich der bewegt, nochmal schwieriger wird, weil der offensichtlich sein ganzes Leben lang in diesem narzisstischen Verhältnis gearbeitet und gewirkt und getan hat, sodass die Aussicht, dass der sich nochmal davon erholt oder vielleicht tatsächlich so etwas wie eine gesunde Beziehung zur Welt oder eine gesunde Beziehung zu anderen Menschen entwickelt, eher mit Skepsis zu betrachten ist. Ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich das ja hoffentlich richtig gesehen, dass Sie ja auch mit Ihrer echten Frau zusammenspielen. Wie ist denn das bei Dreharbeiten? Bei Dreharbeiten ist zwar der Umstand, dass wir zusammen sein können, gut, weil das Lebenszeit ist, die man verbringt, also in der Nähe verbringt. In der Regel sind wir oft voneinander getrennt. Also ich bin dann irgendwo in einer anderen Stadt oder sie ist in einer anderen Stadt, je nachdem, wo uns die Arbeit hintreibt. Aber wenn wir gemeinsam drehen, dann ist man zumindest mal gemeinsam an einem Ort. Aber man hat trotzdem getrennte Zimmer. Wir versuchen unsere Beziehung und das, was uns ausmacht und auch unser Leben ausmacht, möglichst weit weg von den Arbeitsverhältnissen zu haben. Wir haben eigene Rhythmen, wie wir uns den Rollen nähern oder wie wir uns auch vorbereiten. Und da hat jeder seinen Raum und das ist wichtig und das ist gut. Und wir versuchen, diese Privatismen einfach außen vor zu halten. Und das ist sozusagen die Vereinbarung. Und das klappt gut und das macht Spaß. Und wenn es uns dann gelingt, so einen Raum zu betreten, wo man durchaus verletzliche Dinge zueinander sagt, tut, dann macht das Spaß, weil wir wissen, dass wir Gott sei Dank nicht so leben müssen. Das stimmt. Und wie ist es denn bei so vielen Rollen, die Sie schon gespielt haben, kann man da noch einfach den Überblick behalten?
Ja, weil im Grunde genommen ja es immer eine neue Herausforderung ist und immer anders ist. Es verändert sich ja. Erstens, man selbst verändert sich in einem gewissen Sinne. Jetzt nicht zwar eklatant, aber man lernt dazu oder man nimmt Dinge wahr und manches entwickelt sich und man merkt plötzlich, dass man an bestimmten Sachen lange gearbeitet hat und plötzlich gehen sie auf und plötzlich funktionieren sie. Und zum anderen, Rollenbilder verändern sich auch und das ist etwas, was man dann immer frisch angeht. Und was auch wichtig ist, dass man nicht permanent in so einer inneren Nostalgie hängt und Dinge verändern, also Dinge, die man gespielt hat, ewig vor sich herträgt, was man denn alles gemacht hat, sondern sie eben genauso wieder fallen lässt und wieder hinter sich lässt und Neues anstrebt und neugierig ist für anderes. Das stimmt auf jeden Fall. Aber gibt es denn eine Rolle, wo Sie sagen, das war bisher meine Lieblingsrolle, die ich am liebsten gespielt habe? Nein, weil ich habe diese Hierarchien nicht und das würde ja sozusagen, das würde so eine Bindung bedeuten, die es nicht gibt. Ich kann sagen, was mir Spaß gemacht hat und ich kann sagen, was spannend war und gut war und also gut im Sinne von herausfordernd war. Und das waren sicherlich einige Rollen am Theater, was sicherlich auch so im Fernsehgeschäft ein paar Sachen und nach wie vor ist es natürlich auch die Konstellation mit dem Tatort, die Spaß macht und die viel Neues immer wieder bringt. Aber ich könnte jetzt nicht eine Rolle jetzt herausstellen, weil da hätte ich schon das Gefühl, dass das so etwas Nostalgisches hat, also etwas mir sehr Fremdes, ja. Sondern da bin ich einfach neugierig genug und freue mich auf das, was gerade kommt und was gerade wieder ansteht und halte wenig an dem fest, was gerade war. Das stimmt, ja, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Wie ist es denn eigentlich, der Beruf eines Schauspielers ist ja schon ein großer Unterschied zu manchen anderen Berufen, man hat ein ganz anderes Leben. Wie ist das für Sie, wenn Sie zum Beispiel auf der Straße erkannt werden? Sehen Sie das eher als Normalität an oder nervt es schon an manchen Stellen manchmal? Also ich weiß gar nicht, ob das Leben als Schauspieler so ganz anders ist. Das besteht genauso aus dem Umstand, dass man ein- bis zweimal, manchmal dreimal am Tag isst, dass man aufsteht, dass man schläft, dass man Dinge bewältigen muss, die zum Alltag gehören. Also das ist ein Bestandteil, dass man sich einordnet in ein Gefüge, das wir gemeinhin Gesellschaft nennen und dort nicht anders ist und als alle anderen. Also das ist, insofern unterscheidet sich ein Leben eines Schauspielers nicht wesentlich, außer dem Umstand, dass er tatsächlich, wenn er es denn tut, mit einer großen Leidenschaft seinem Beruf folgen darf und damit eine große Abwechslung hat. Das ist das, was wirklich der Unterschied ist. Aber ansonsten würde ich sagen, unterscheidet sich das nicht. Und was das betrifft, dass einen Leute erkennen, das passiert jetzt auch nicht immer. Und wenn es passiert, passiert es eigentlich immer in einer sehr netten Form, dass einen Leute ansprechen oder halt einfach nur mal kundtun wollen, dass ihnen etwas gefallen hat. Also es gab, glaube ich, ganz, ganz wenige Begegnungen, die ich als unangenehm oder als übergriffig empfunden hätte. Also wo Leute dann tatsächlich gleich in so eine Körperlichkeit gehen und irgendwie sich einfach dazustellen, einen umarmen und den Partner auffordern, ein Foto zu machen. Das, glaube ich, habe ich ein- oder zweimal dieser ganzen Zeit erlebt. Ansonsten waren das eigentlich immer schöne Begegnungen und man redet dann halt mit den Leuten und manchmal macht man ein Foto, manchmal ist es aber auch nur das Gespräch und gut ist. Ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist ja auch, ziemlich, denke ich, ziemlich wichtig. Eine letzte Abschlussfrage hätte ich noch und zwar,
Hätten Sie denn noch in Ihrer Karriere einen Wunsch, welche Rolle Sie noch gerne spielen würden wollen oder vor allem in welchem Film oder in welcher Serie? Nee, habe ich eigentlich nicht, weil erstens weiß ich, was mich interessiert, und erstaunlicherweise habe ich sehr oft in meinem Leben immer das bekommen. Das ist von selbst gekommen. Zweitens fand ich immer ganz merkwürdig, wenn Schauspieler eine Vorstellung hatten, was sie denn doch alles spielen sollten, wollten oder wofür sie eigentlich vorgesehen wären, aus einer inneren Sicht heraus, und man dann festgestellt hat, dass das überhaupt nichts nicht deckungsgleich war mit dem, was dann wirklich passiert. Ja. Und insofern verlasse ich mich eher auf das, dass Dinge passieren oder dass man dann das bekommt, was da ist und was einen dann auch wirklich reizt oder fasziniert, als wie das, dass man immer so ausposaunt, wo denn jetzt eigentlich die Reise hingehen sollte. Da kommt man schnell in so ein eitles Gefilde, so quasi, ja, den müsste ich jetzt eigentlich auch noch spielen. Das wäre ja wohl zwingend, und dem versuche ich mich grundlegend zu entziehen, dieser Form von Eitelkeit. Ja, das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen und finde ich auch sehr gut. Vielen, vielen Dank, Herr Krasnitzer, für dieses sehr, sehr schöne Interview, und dann wünsche ich Ihnen noch... Danke für Ihre Zeit. Danke für die Fragen. Sehr gerne gemacht. Schönen Abend Ihnen noch. Danke Ihnen auch. Schöne Zeit. Dankeschön. Tschüss.